Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Xtrain24, Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahn und Zubehör. Ja, und mit dem Wort Zubehör habe ich mir auch schon quasi das Stichwort gegeben. Sie sehen es auch bereits auf dem großen Monitor hinter mir. Heute möchte ich Ihnen ein sehr nützliches und auch ein sehr tolles Zubehör vorstellen. Es ist eine stromführende Magnetkupplung. Ich zeige es auch gern hier nochmal in den Bildschirm. Und dieses Angebot richtet sich vor allen Dingen an die Dreileiterfahrer, also an Sie, liebe Märklin-Freunde. Möchte aber auch dazu sagen, diese stromführenden Kupplungen können natürlich auch Zweileiterfahrer nutzen. So, genug der Vorrede. Sie wollen sicherlich sehen, wie geht das, was ist das, wie mache ich das. Also, es ist ganz einfach. Diese Kupplungen werden, ich muss erstmal hier nochmal auseinandernehmen, entsprechend in den Wagen eingebaut, also in die Kurzkupplungsschacht geschoben, die Litzeenden dann entsprechend verlötet und damit kann das eigentlich schon losgehen. So, wir haben natürlich, wie es im Kochstudio üblich ist, auch was vorbereitet. Tada! Ich habe hier einen wunderschönen Silberling mit einem Steuerwagen, ja, mit Hasenkasten und natürlich auf der Gegenrichtung haben wir bereits diese stromführende Kupplung eingebaut, liebe Zuschauer. Das haben wir alle schon ein bisschen vorbereitet. Es ist eine ganz leichte Übung, das muss ich Ihnen, glaube ich, jetzt nicht groß erklären, wie das geht. Und Sie sehen, dieser Steuerwagen hat den Schleifer drunter. Und das ist auch alles, was wir noch benötigen. Die anderen Wagen benötigen keinen Schleifer, damit sie Strom bzw. Licht in den Wagen bekommen. Denn das wird jetzt alles vom Steuerwagen aus im wahrsten Sinne des Wortes geregelt. Denn dieser Steuerwagen kümmert sich jetzt darum, dass alle anderen Wagen ebenfalls Strom bekommen, mit Hilfe der magnetischen stromführenden Kupplung. Und tata, haben wir den nächsten Wagen. Den möchte ich Ihnen also auch gleich noch vorstellen, wie das funktioniert. Ich zeige es auch gern hier nochmal rein. Diese Enden sind bereits mit den Magnetkupplungen ausgestattet worden. Bei den Magnetkupplungen übrigens nochmal, auch da möchte ich Sie darauf hinweisen, ganz kurz an der Stelle, bevor ich jetzt die beiden Wagen kupple, sehen Sie auch diese Nasen, die sind asymmetrisch angeordnet, damit beim Kuppelvorgang die Wagen auch wirklich nebeneinander völlig synchron kuppeln und die beiden Magnete auch richtig einschnappen. Sonst könnte da ja was daneben gehen und schief gehen und das passiert damit nicht mehr. So, damit ist es also auch schon geklärt. Ich setze diesen Wagen aufs Gleis. So, wie Sie sehen, sage ich immer, sehen Sie nichts, aber hier ist irgendein Wagen, nicht ganz drin. So, jetzt steht er richtig drauf. Die Beleuchtung geht nicht, die muss jetzt bei richtiger Verlegung und Verlötung dieser Wagen an diesen Wagen weitergeben, den Strom, damit das Licht im Inneren leuchtet. Und jetzt passiert noch was ganz Geniales, passen Sie gut auf, liebe Zuschauer, ich fahre den Wagen jetzt mal ganz vorsichtig ran, bis kurz vor so 3-4 mm, bevor er zusammenkuppelt. Und jetzt passiert was Unglaubliches. Die Magneten sind so kräftig, dass sie den Wagen ranzerren. Passen Sie auf. Zack. Gesehen? Der Wagen wird rangezogen. Und wenn Sie es richtig gemacht haben, leuchtet auch in diesem Wagen das Licht. So, und das kann man jetzt x-beliebig weiter fortsetzen. Keine Angst, wir haben noch einen Wagen. Ich zeige Ihnen das. Sie können also x-beliebige viele Wagen dranhängen, das geht immer. Also, Wagen aufsetzen. So, der Wagen ist aufgesetzt. Auch hier nochmal möchte ich Ihnen das zeigen, wie toll das geht. Achtung, ganz vorsichtig ran. Und der Magnet ist so stark, dass er den Wagen ranzerrt. Zack, gesehen? Der Wagen wird mit Kraft rangepresst und der Strom fließt weiter über die Beleuchtung. Und wie gesagt, das können Sie jetzt von Wagen zu Wagen x-beliebig weiter fortsetzen. Wir haben es getestet bis zu 8 Wagen. Das ist auch die normale Länge oder wäre eine Länge, die man noch auf der Anlage einigermaßen fahren kann. Aber die meisten können gar nicht so lange Züge fahren. Ja, die Vorteile möchte ich Ihnen ganz kurz nochmal nennen. Es sind starke, kräftige Magnete. Sie sehen also, die Wagen halten wirklich sehr, sehr sauber zusammen. Sie brauchen nur noch einen Schleifer zur Stromabnahme und die restlichen Wagen werden über diesen Schleifer, über diese Magnetkupplung, diese stromführende Magnetkupplung weiter mit Strom versorgt. Macht die Sache also sehr flexibel, auch sehr elegant.
Und Sie können die Wagenverbände lösen, Sie können also andere Wagen dazwischen setzen, Sie können also, vorausgesetzt, die haben natürlich alle diese magnetische stromführende magnetische Kupplung, das ist ganz wichtig. Aber Sie werden dann merken und auch sehen, wenn Sie das einsetzen, das ist eine ganz wunderbare Lösung und die Wagen reißen auch nicht auseinander. Selbst über Weichenstraßen, schnelle Fahrt, langsame Fahrt, Steigungen, die Magneten halten. Magnetische Kupplung wird ganz exklusiv bei uns im Shop für Sie angeboten. Und das ist, glaube ich, auch ein tolles Angebot. Und ich denke mir, dass auch viele Modellbahner gesagt haben, darauf habe ich schon gewartet. Also wenn das so einfach und so toll geht, will ich haben. Greifen Sie zu, kann ich Ihnen nur empfehlen. Uns hat es davon überzeugt und Sie wird es auch überzeugen. Und wenn Sie die Kupplung im Einsatz haben, würde ich mich auch über eine Zuschrift von Ihnen freuen. Und da können Sie gerne uns Ihre Erfahrung da mal mitteilen. So, das war's in aller Kürze und aller Würze zu dieser stromführenden Magnetkupplung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Kupplung beim Einsatz und verbleibe bis zur nächsten Vorstellung. Ihr Frank Buttig.